Ja, guten Morgen. Ein neuer Tag, eine neue Wäsche. Ja, heute ist Mittwoch, der 24.05. Und ja, weil Mittwoch ist Wäschetag. Uah. Ich habe keine Lust auf Wäschetag. Aber nützt ja nichts. Ne? Muss ja gemacht werden. Außerdem Vatertag will verdient sein. Okay, ich wünsche euch einen tollen Tag und lasst uns einen ganz tollen Tag heute machen, okay? Lasst mir so tun, als wäre heute der beste Tag der Welt. Yeah! Oh, das wird ein schöner Tag. Das wird ein schöner Tag. Und wen ihr da hört im Hintergrund, das ist Manja. Mach mir schon mal das Tor auf. Das ist Manja. Da ist Manja. Morgen! Oh, ist das hell. Mach mir schon mal das Tor Machen wir auf. bitte schon mal das Tor auf, Schatz. Los, los Ja. jetzt! Seht Ich ihr? habe noch in der Hand. Ich werde versklavt. Ja, wie gewonnen, so zerronnen. Scheiße. Ja, unser Familienauto, also der große Kombi, ist schon wieder in der Werkstatt. Oder beziehungsweise wird von Manja gerade hingefahren. Und wieder scheint es was an Getriebe zu sein. Toll. Ist ja auch. Ah, besser so? Ja, zum Kotzen ist das. Jetzt geht bei der im Stehen kann man wunderbar durchschalten. Aber wenn man in den dritten Gang schaltet während der Fahrt oder schalten möchte, fühlt es sich oder sind auch die Geräusche so, als würde man nicht die Kupplung treten. Ne? Also befürchte ich mit meinem laienhaften Wissen, dass da irgendwas mit dem Getriebe kaputt ist. Scheiße, nein. Ja, mit dem Differential irgendwie. Na, irgendwie bekommt er das nicht mehr so klaro hin. So. Ja. Also bin ich jetzt auf dem Weg und lade Manja ein, wie jetzt gerade das Auto schon runtergefahren hat. Okay, ihr werdet es miterleben. Hallo! Also, ja, wie es so ist, der gute Mann der Werkstatt hat sich das angeguckt, bei einer Probefahrt auch, und der Fehler ist nicht aufgetreten. Sowas liebe ich ja. Wir brauchen ja vor allen Dingen auch das Auto, wenn wir in Urlaub fahren mit 5 Leuten. Ja? Ich habe jetzt auch keinen großen Bock darauf, mit 3 Kindern auf der Autobahn stehen zu bleiben und eine Panne zu haben auf dem Weg nach Fehmarn. Allerdings hat er jetzt gerade gesagt, der Kosten-Nutzungsfaktor, sprich ein Getriebe komplett aufzumachen, würde sich nicht lohnen. Da er jetzt der Meinung ist, dass das nicht wirklich auch was Schlimmes ist. Okay. Hoffen wir das Beste. War auf jeden Fall jetzt preiswert. 0 Euro. So, wir sind jetzt beim Wir Aldi. zwei, alleine, alleine, ohne irgendein Kind. Das ist so schön. Und wenn es nur der Aldi ist, völlig Ja, egal. okay. Toll. Weil meine Frau nicht zum Netto will, sind wir jetzt noch ein paar Meter gefahren. Ja, Netto ist fürchterlich. Aber Marie hatte sich Reibekuchen gewünscht und der Aldi hat den besten Reibekuchenteig, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und den holen wir jetzt. Tschüss. Ich muss noch kurz dazu sagen, nicht jeder Netto ist doof, aber dieser eine Netto, der ist. Ich erzähle euch mal davon. Später. Wisst ihr Bescheid?
Leute, hier steht, wir nehmen alle pfandpflichtigen PET- und Dosen-Einweg-Sacks und so, ne? Plastik, also Wort and Wort. Pfand? Nimmt er nicht. Okay. Zweimal Brot blau. Jetzt fahren wir extra zum Aldi und was ist? Die haben den Reibekuchenteig gar nicht mehr im Sortiment. Und die Marie hat sich das so gewünscht. Jetzt machen wir Pizza selber. Pizza! So, jetzt erstmal lecker Tässchen Kaffee nach dem Einkauf und dann Wäsche machen. Ja, hallo, schön, dass du noch da bist. Ja, lang nichts mehr voneinander eigentlich gehört, oder? Aber es gab bald und es ist halt unwahrscheinlich. Moment, kurz. So. Viel passiert, aber ich fasse es ganz kurz zusammen. Falls ihr die anderen Videos in letzter Zeit nicht gesehen habt, unser Schlumpf hat endlich eine Schulbegleitung. Das war ja die Voraussetzung dafür, dass die Schule, die neue Schule, sich bereit erklärt hat, ihn zu beschulen, obwohl wir ja eigentlich Schulpflicht in Deutschland haben. Es ist eigentlich vollkommen lächerlich, diese Aktion. Und dieser Schulbegleiter allerdings ist so geil. Wir liegen voll auf einer Wellenlänge, haben auch fast dieselbe Frisur und denselben Bart, haben sehr viele gleiche Ansichten und ist also auch sehr straight. Und das ist das, was unser Schlumpf ja auch braucht. Ganz klare Struktur, ganz klare Grenzen. Und da ist dieser Schulbegleiter genau der Richtige. Ja, heute hat es dann auch der Schlumpf nach dem dritten Tag dann schon mal probiert. Es ging darum, dass er was trinken wollte. Und in dieser Klasse ist das alles so ein bisschen anders, weil es ja förderpädagogisch auch begleitet wird. Und da sagt die Lehrerin, ja, trink einen Schluck und dann geht's weiter. Was sie nicht wusste, ist die Traumatisierung von unserem Schlumpf. Denn unser Schlumpf unter anderem hatte ja absolute Mangelversorgung. Und das war ja auch, als er zu uns kam, war das Gehirn nur darauf gepolt zu überleben. Aufgrund dieser Mangel. Diesen ganzen Mangel, den er hatte. Den emotionalen, essen, trinken und. Und dann sagte der Schulbegleiter, so, jetzt hast du getrunken, stell die Pulle wieder weg. Das hat dann der Schulbegleiter zweimal wohl recht freundlich gesagt und beim dritten Mal, bumm, hat er sich logischerweise dann auch irgendwann gesagt, so, wenn du mir die Flasche nicht gibst, muss ich es mir halt nehmen. Und hat die Flasche dann genommen. Und dann wollte doch der Schlumpf tatsächlich sich diese zurückerobern. Aber wie gesagt, da ist er bei dem Schulbegleiter genau am richtigen gelandet. Ja. Und das ist für uns wirklich eine Erleichterung. Ein Schulbegleiter, endlich einen professionellen Schulbegleiter, der mit so Situationen umgehen kann und weiß, wie er da handeln muss. Diese ganzen Begleitungen, die der Schlumpf bisher hatte, frage ich mich, na, sage ich jetzt lieber nicht, wer weiß, wer das Video sieht. Aber da fragt man sich schon, warum man selber eine Ausbildung gemacht hat. Zum staatlich anerkannten Erzieher damals. Aber gut, anderes Thema. Nee, es ist beruhigend zu wissen, dass der Schlumpf da genau den richtigen hat und der ihn auf seinem Weg begleiten wird. Ja, in dem Sinne, habt eine gute Zeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Feiertag morgen. Für die einen ist es Vatertag.
Und für die anderen ist es Christi Himmelfahrt. Und für die anderen ist es einfach nur ein arbeitsfreier Tag. Ja. Wobei wir Vatertag gar nicht so klassisch feiern. Also nichts so mit Bollerwagen und Papa ist weg, sondern eigentlich von Anfang an habe ich den Tag mit der Familie verbracht. Finde ich auch cooler irgendwie, als morgens mich zu verabschieden und abends stockbesoffen nach Hause zu kommen. Mögen jetzt andere als deutsche Leitkultur sehen, dass man das aber so macht. Aber nee, ich finde es so schöner. Und apropos deutsche Leitkultur. Oh, da muss ich demnächst mal ein Video zu machen, weil das geht mir ja so auf den Sack da, was der de Maizière da für einen missverzapft hat und dass wir eine deutsche Leitkultur überhaupt brauchen. Das ist so geil. Als ich das so alles damals gelesen habe, aber ich schweife jetzt so ein bisschen ab, oder auch gehört habe, ich dachte, Gott sei Dank, ich lebe nicht nach der deutschen Leitkultur, die der Herr de Maizière sich vorstellt. Yay! Okay, aber wie gesagt, habt einen tollen Tag morgen und ja, wir sind zurück. Die Crazy Funny Family. Habt eine gute Zeit.